Hey und herzlich willkommen zu dem neuen Farmvlog. Wir sind gerade hier dabei, unser Erbsenland zu richten, also die Ecke, wo nachher Erbsen reinkommen sollen. Und da haben wir jetzt gerade unseren 3-9 Event und den Korund, den wir mit unserem Nachbar zusammen haben. Und tun jetzt hier mal die Pflugfurche ein bisschen einebnen. So schaut das Geackerte hier aus. Und nachher, nachdem wir mit dem Korund drüber sind, schaut das Ganze so aus. Also es ist ziemlich schön eben worden, sind sehr zufrieden. Und wir haben jetzt eben geschaut, dass wir so auf 3-4 cm die Maschine einstellen. Können wir mal schauen, ob das passt. Jawohl, optimal. Also hier kommt jetzt gleich der feste Saathorizont, wo wir nachher die Erbse und Soja reindrücken. Und dann kriegt die Pflanze gleich Wasserschluss, Bodenschluss. Kapillarwirkung zieht Wasser nach oben. Und oben drüber ist dann trotzdem über den Striegel an der Sämaschine noch schön lockere Erde. Wenn man eben zu tief aufarbeiten würde, wenn man da jetzt eine Gruppe nehmen würde oder Kreiselege, hätte man da wahrscheinlich, keine Ahnung, je nachdem wie tief das man halt kreiselt, aber bestimmt mehr als 5 cm Erde. Und dann funktioniert das Ganze mit der Kapillarwirkung eben nicht so, wenn man zu viel Erde oben drüber hat, beziehungsweise die Sämaschine bringt es gar nicht so tief reingedrückt. Und dann liegt die Saat ewig im Trockenen und geht nicht auf, wenn es dann wirklich einmal 10 Liter regnet oder 20, dann keine Ahnung. Andere haben jetzt das im Winter schon eingeebnet. Wir haben gedacht, wir warten noch mal bis im Frühjahr. Und ja, funktioniert eigentlich einwandfrei. Haben jetzt bewusst unseren kleinen Vario genommen, den 300er statt den 700er, weil der einfache ganze Ecke leichter ist. Der wiegt vielleicht die Hälfte vom großen. Und somit, weil es... Ich will warten, bis er ein wenig leiser ist. Weil es unten drunter doch ein bisschen feucht ist, haben wir gedacht, fahren wir mit dem kleinen, weil der macht einfach dann weniger Verdichtungen. Ich schaue jetzt, dass ich euch am anderen Acker vielleicht noch ein paar Drohnenaufnahmen hinbringe. Was wir nachher auch noch machen wollen, wir müssen noch einen Zug Weizen aufladen, kommt irgendwann die Spedition, keine Ahnung wann. Und danach haben wir gedacht, wollen wir unsere Rollhacke mal probieren. Ich bin ja schon mal sehr gespannt, wie das funktioniert mit der Maschine, ob das so läuft, wie wir uns das vorstellen. Haben sie ja selber auch noch nie benutzt oder im Einsatz irgendwo gesehen. Ja, aber das schauen wir dann, nehmen wir euch dann wieder mit. Ich habe jetzt gerade noch mal ein wenig nachgegraben und ja, so ganz gleichmäßig arbeitet der Korund jetzt hier wohl doch nicht 100%. Gut, das liegt nicht am Korund, das ist eher vom Gepflügten, weil das immer so Wellen macht, die Dämme. Und genau, zwischen zwei Dämme ist halt, oder wo die Dämme noch da sind, da ist eben nicht ganz 100% gleichmäßig tief geschafft und eben. Ist aber eigentlich kein Problem, weil vor der Saat jetzt die nächste Woche ist nochmal ordentlich Regen gemeldet und dann setzt sich der Sau wieder zusammen, dass das ein geschlossenes Saatbett. Dann setzt sich das auch wieder so weit zusammen durch den Regen, dass wir dann einen Bodenschluss herkriegen und die Körner schön im Feuchten liegen. Das funktioniert, denke ich, ganz gut. Sind wir guter Dinge. Ich habe jetzt hier noch ein paar Unkräuter bzw. Ungräser gefunden. Das da vorne hier müsste eine Kamille sein. Und das hier hinten auf meiner Hand ein Fuchsschwanz. Mit Fuchsschwanz haben wir sowieso recht Probleme hier auf unserem Standort. Das mit dem Fuchsschwanz war mitunter ein Grund, warum wir auf Ökolandbau umgestellt haben. Weil einfach immer mehr Pflanzenschutzmittel verboten werden und gleichzeitig die, wo noch erlaubt sind, hat man immer mehr Resistenzen. Beziehungsweise muss man saumäßig aufpassen oder halt dann ackerbauliche Maßnahmen ergreifen, wie mehr Sommerungen bauen. Mais haben wir ja noch nie viel gebaut. Brauchen sie ja nicht, haben ja keine Kühe, haben kein Biogas. Haben in den letzten Jahren schon immer angefangen, für andere Anlagen hier in der Region Mais anzubauen, aber ja, das hat einfach nicht gelangt und dann habe ich das in der Meisterschule mal durchgerechnet und es hat sich halbwegs rentiert. Ja, und diese Herausforderung macht Spaß, Pflanzenschutz mal auf andere Art und Weise zu praktizieren, weil mit der Spritze rausfahren kann jeder. Gut, kann auch jeder ganz viel kaputt machen im Ökolandbau, wenn man nicht aufpasst, weil beim Striegel hast du halt eine Chance und wenn das nicht funktioniert, dann ist halt in dem Jahr so, dann hast du halt einen Haufen Unkraut drin. Im konventionellen Anbau kann man da meistens noch ein bisschen mehr regeln, indem man nochmal mit der oder zu einem anderen Zeitpunkt mit der Pflanzenspritze drüber fährt. Genau, aber ich habe mich einfach so entschieden. Bis jetzt habe ich es nicht bereut. Macht Spaß. Ja, ist einfach neue Herausforderungen. Geht es mal aufs Neue aufregen. Man schaut halt raus. Hat eigentlich keine Ahnung und denkt sich, ja, das könnte jetzt funktionieren mit dem Striegel. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Vielleicht ist es auch erst morgen. Genau, einfach. Ich finde es cool, so eine Herausforderung. Man weiß selber nicht so genau, wie es funktioniert. Klar gibt es einen Haufen richtig, richtig gute Berater. Dankeschön dafür, Alex. Ja, wir probieren das halt so vor uns hin, geben unser Bestes und
Ihr werdet es ja dann im Verlauf des Jahres sehen, wie erfolgreich, mehr oder weniger gut wir daran sind. Und genau, das nehme ich euch dann immer mit und zeige es euch. Noch zur Umstellung zum Ökolandbau sagen wollte, das sind natürlich nicht die einzigen Gründe, die ich gerade schon gesagt habe. Da spielt noch eine ganze Reihe mehr Faktoren mit rein. Aber ja, es ist einfach auch schon so, dass mit den Resistenzen war zumindest bei uns im Betrieb so ein Punkt, wo man sagen musste, wie lange geht es noch gut? Klar, ich habe es gesagt, mit den ackerbaulichen Maßnahmen, das hat man dann schon immer mehr und mehr gemacht. Das wurde lange Zeit verschlafen, nicht von uns, sondern auch von der Beratung oder auch wie man von der Regierung da hineingezwungen wird. Du musst produzieren, weil die Preise wollen künstlich niedrig gehalten werden, dass man die Bevölkerung irgendwie sozusagen ernähren kann. Und jetzt stehen wir an dem Punkt plötzlich so ein Wandel, alles wird immer grüner. Und ja, dann im Verbieten ist man halt ganz schnell, gell? So die Spritzmittel, ja, das ist weg und ab 24 das und das noch, aber Alternativen schafft halt auch keiner. Und die Preise werden deswegen auch nicht mehr für die Lebensmittel. Wenn das Pflanzenschutz wegfällt, muss ich wieder mehr ackern. Kostet am Hektar erstens einen Haufen CO2, was in die Luft blast. Zum anderen braucht es mehr Zeit. Wer zahlt es, wenn der Weizen dasselbe kostet wie bis daher auch? Und ganz, ganz uncoole Entwicklung. Ja, das hat zum Großteil mit reingespielt. Zum anderen muss ich sagen, das Gespritze. Das ist mit Sicherheit nicht schlecht, da kann man gar nicht viel dagegen sagen. Mir liegt es halt einfach nicht, mir macht es nicht so viel Spaß und warum soll ich das machen, wenn es anders auch geht? Es macht schon auch Spaß mit der Spritze rumfahren, so ist es nicht und es funktioniert ja auch. Und von der Giftigkeit, wie mir ganz viele sagen, da hat Michel Dier ein ganz cooles Video dazu gemacht, wo mal die Toxizität von verschiedenen Pflanzenschutzmitteln wenn recherchiert hat, was gibt es für Studien und die dann auch mal im Video tatsächlich selber angeschaut hat, verglichen hat und dass die Pflanzenschutzmittel eigentlich gar nicht so schlecht sind, wie es in den Medien immer heißt, was studientechnisch belegt ist. Und wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Studien, die Bayer selber angestellt hat, sondern unabhängige Lebensmittelstudien, die Pflanzenschutzrückstände in Lebensmitteln nachweisen oder so. Also da gibt es weitaus schlimmere Sachen wie Pflanzenschutzmittel in Lebensmitteln. Kann ich euch gerne mal verlinken, richtig cool das Video. Genau, aber was ich sagen wollte, für mich ist es einfach nichts. Mir, keine Ahnung, habe ich da nie so ganz wohl gefühlt mit der Sache. Für mich ist halt das mein Weg und jeder muss halt seinen Weg ein bisschen finden und genau, so machen wir das. Jetzt wollte ich euch eigentlich hier den Schlepper noch ein bisschen zeigen. Da ist er, Sonne. Aber das holpert, das ist Wahnsinn. Ich weiß schon, warum wir nichts ackern. Das ist eine absolute Katastrophe. Da sitzt er so drauf auf dem Bock. Ja gut, er ist vielleicht auch nicht der allerbeste, was die Federung angeht, aber genau. Was ich auch noch zeigen wollte, kann ich das jetzt hier drehen? Nee. Wir haben hier wahnsinnige Bodenunterschiede. Wir haben hier vorne an dem Eck oder auch der andere Acker da ums Eck drüber, der gehört uns auch noch. Das ist einer der besten Felder, die wir haben. Wir haben irgendwo Bodenpunkte um die 70, 69. Und wenn man darauf schaut, da sieht man es deutlich, da wird der richtig grau, so richtige Barz. Das ist dann mitunter so unser schlechtester Boden, wo wir haben. Der hat vielleicht, keine Ahnung, 25 Bodenpunkte, muss ich mal nachschauen. Vielleicht sind es auch 30, auf jeden Fall ist er wahnsinnig schwer zu bearbeiten und seufzt immer gleich ab, wenn es ein wenig nass wird.
über den Hubbel drüber da hinten, da hat es einen ganzen Haufen Steine, ist auch unsere einzige Fläche, wo es Steine hat. Man sieht es auch hier ein bisschen, und da hat man gerade gesehen. Genau, aber ansonsten haben wir damit eigentlich relativ wenig Probleme. Unsere Böden vielleicht allgemein, wir haben recht tonige Böden, tonigen Lehm, lehmigen Ton. Ab und zu mal ist ein bisschen Anteil an Schluff dabei, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Das sind ein oder zwei Schläge, wo man ja einen Schluffanteil drin hat. Ja, unsere Böden, die halten recht gutes Wasser. Man kann auch im Verhältnis zu anderen, noch schwereren Böden deutlich schneller wieder reinfahren. Jetzt am Sonntag war einer von der Landwirtschaftsschule, von der Winterschule da, wo ich einen Meister gemacht habe. So sind wir über den Acker gelaufen. Und der hat auch gemeint, das ist ja Wahnsinn, er bräuchte noch zwei Wochen überhaupt nicht dran denken, überhaupt in den Acker reinzufahren. Und ich rede davon, dass wir hier das Geackerte wegen Eichen wollen. Genau, so unterschiedlich ist das. Wasser halten tun sie relativ gut, unsere Böden. Nachteil ist halt schwer zu bearbeiten und eben doch nicht so gut wie im Ochsenfurter Gau oder so. Also bei den Rübenerträgen habe ich ja schon mal gesagt, da ist dann irgendwann in einem normalen Jahr bei 700, 750 Dezitonnen vorbei. Das zeige ich euch im Stehen, weil immer mehr danach fragen und weil den Schlepper innen drin, wie man den bedient oder... Ja, schauen wir mal. So, da ist er jetzt, lang ersehnt. Und ihr seht, es gibt gar nicht ganz so viele Knöpfe wie vielleicht bei neueren, größeren Schleppern. Wir haben hier einmal unseren kleinen Joystick. Auf der Seite ist eine Sperrtaste. Wenn ich die drücke und nach vorne drücke den ganzen Hebel, ist der Vorwärtsgang drin, sieht man hier im Display, da blinkt jetzt der grüne Pfeil. Wenn der Schlepper fährt bzw. noch rollt, kann ich hier nur verzögern, nicht den Gang wechseln. Wenn ich den Gang wechseln will, während er rollt, muss ich es hier am Lenkrad machen. Hier kann ich übrigens auch beim Anfahren Vorwärts- oder Rückwärtsgang reinmachen. Blinker ganz normal, Licht, ja. Hier kann ich den Gang wieder rausmachen, wenn er drin ist. So, Drehzahlspeicher kann ich hier im Display einstellen über die Pfeiltasten hier oben. Wenn ich da drauf drücke, geht irgendeine voreingestellte Drehzahl. In dem Fall 1500 Umdrehungen. Hier ist M-Speed, steht glaube ich für Maximal-Speed, heißt so viel. Ich kann hier über die Pfeiltasten zwei Tempomaten vorwählen. Nehmen wir hier 1 und 2. Sieht man dann hier oben. Halt, das seht ihr nicht. So. Der ist jetzt gerade drin, der ist 10 km/h und jetzt drücke ich auf die 1-2 Taste mit meiner rechten Hand. Jetzt ist der Tempomat auf 43 km/h eingestellt. Tempomat geht nur rein, wenn der Gang drin ist und ich ein bisschen aufs Gas drücke und der Schlepper rollt. So, hier wird der Tempomat aktiviert. Und dann, je nachdem, wenn diese Taste gedrückt ist, was ich hier einstelle, fährt er jetzt Tempomat 10 km/h oder 43 km/h. Wenn diese Taste nicht gedrückt ist und ich fahre, und Tempomat reinmache, übernimmt er die aktuell gefahrene Geschwindigkeit, in dem Fall 0,3 km/h. Ansonsten haben wir hier noch den Block, der ist für alles, was mit der Vorderachse zu tun hat oder Differential. Einmal der Allrad, heißt normal treiben ja bloß die hinteren Räder an. Wenn ich da drauf drücke, treiben alle vier an. Differentialsperre, Vorderachsfederung ausschalten, Vorderachsfederung einschalten. Zapfwellenautomatik heißt, wenn ich aufhebe, Zapfwelle aus, wenn ich ablasse, also das hintere Gerät, Zapfwelle an. Vorwahl der Zapfwellengeschwindigkeit, in unserem Fall jetzt 540, 750 oder 1000. Heckzapfwelle anschalten ohne Automatik, beziehungsweise ich glaube, das muss man sogar beides machen. Brauche ich nicht so oft, keine Ahnung. Und Frontzapfwelle, aber die haben wir nicht in unserem Fall. Das müsste der Schnelleinzug sein. Von der Heckhydraulik, Heckhydraulik auf- und ablassen, vorwählen, wie tief das er reingehen soll, ganz hinten ist Aufkurbeln, jetzt geht er hoch, ganz unten ist maximale Tiefe, hier kann ich die maximale Hubhöhe einstellen, im Striegel zum Beispiel, weil der recht hoch ist, oder auch bei Mähwerken, dass man unter Brücken durchpasst, dass man es begrenzen kann, oder auch bei unserem Mulcher, wenn man den ganz hoch hebt, dann drückt er da einen Kotflügel rein, da habe ich es immer so auf halb stehen. Das ist die Hubgeschwindigkeit von der Heckhydraulik und das müsste die Regelhydraulik sein. Da ist ein Zugkraftbolzen hinten drin in die Unterlenker. Wenn es zu schwer geht, hebt er hier ein Stückchen auf. Der Knopf, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, wofür der da ist. Was ich weiß, wenn ich den drücke, dann hebt der Hänger deutlich schneller hoch. Oder wenn ich irgendwas hydraulisch Betriebenes dort habe, hat er einfach mehr Hydraulikleistung, mehr Ölleistung.
schaltet sich da eine zweite Pumpe zu oder wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Ansonsten haben wir hier noch Heizung, Licht, Warnblinker, das GPS, das ist ein extra Thema, da können wir anders mal drauf eingehen. Was haben wir da oben noch? Ja, Radio, Batterie, Trennschalter, da schalte ich das GPS-System hier unten an und aus, Arbeitsscheinwerfer, Klimaanlage, Lüftung und Umluft, Frischluft. Ja, das war es eigentlich schon im Großteil. Hier unten habe ich vergessen, sind noch die Hebel für die Steuergeräte, wo ich schon öfters davon geredet habe im Video. Ja, jetzt könnt ihr Fan fahren, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Wenn ihr Fan fahrt, das mit dem Verzögern hier ist mit Vorsicht zu genießen. Kamme laut Fan, die machen so Erklärvideos, Erklärbär heißt der, glaube ich, von Fan, keine Ahnung. Also von Fan direkt, der sagt, wenn man fährt, kann man verzögern, bis die Drehzahl in den roten Bereich geht. Wenn man weiter verzögert, wie der Motor zulässt, dass er hochdreht, dann kommt massiv Last aufs Getriebe und das ist auch gar nicht so gut fürs Getriebe. Das geht dann relativ schnell kaputt. Wir handhaben das hier auf dem Betrieb so, dass wir eigentlich sagen, wir verzögern überhaupt nicht mit dem Joystick, wir nutzen rein die Fußbremse. Es ist auch wichtig bei so einem Fendt, wie mir letztens ein paar Mechaniker erzählt, sie haben den Fall gehabt, da hat ein 800er Variant, glaube ich, Motorschaden gehabt, oder nicht Motorschaden, Motorprobleme. Und da haben sie einen auf den Tieflader draufgezogen, weil er ja nicht mehr wegfahren konnte. Haben aber nicht das Getriebe entkoppelt. Als sie den dabei war, wieder runtergezogen haben, war das Getriebe auch noch kaputt. Was jetzt da genau dran ist, wie arg das kaputt war, keine Ahnung. Fakt ist, man sollte nicht unbedingt den Schlepper rollen lassen, wenn der Motor aus ist. Oder eben dann das Getriebe entkoppeln. Das ist hier unter der Kabine so ein kleiner roter Hebel. Kann ich euch mal anders mal zeigen. Da, wenn man dran zieht oder wenn man den umlegt, ist das Getriebe quasi von den Rädern entkoppelt. Genau. Jetzt würde ich sagen, fahre ich einfach mal los und zeige euch das, wie das funktioniert. Ich mache wie gesagt hier den Gang rein. Abgeschlossen ist schon. Ja, und dann gehe ich mal aufs Gas. Was ich vielleicht vorher noch mache, ich drücke wieder auf M-Speed. Weil sonst, wie gesagt, nimmt er die aktuelle Geschwindigkeit für den Tempomat und nicht meine voreingestellten 10 km/h, die ich gerne fahren würde. Muss ich hier noch drauf drücken, dass da wieder 10 km/h stehen. Genau. Und jetzt kann es losgehen. Jetzt warte ich mal, bis ich mehr Gas gebe, bis das GPS an ist. Das geht über den Knopf hier. Lenkung eingeschaltet und jetzt lenkt dasselbe. Jetzt kann ich hier drauf drücken und jetzt geht's los. Halte ich aber wieder an, weil sonst ist das Gebiet ein bisschen arg und das Geholpere. Würde ich sagen, das war's von dem Vlog. Jetzt mit dem Vorstellen von dem Schlepper, hier hat es doch ein bisschen länger gedauert. Mit dem Striegel kommt dann der nächsten, aber ist ja nicht schlimm, ihr seht das auch noch. Und dafür können wir jetzt langsam wieder in einen wöchentlichen Rhythmus gehen mit den Videos. Hoffe ich, dass ich es schaffe. Ansonsten würde ich mich immer noch riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, mit euren Freunden teilt, Daumen nach oben für den YouTube-Algorithmus. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao!